ThyssenKrupp ist in den Schlagzeilen. ThyssenKrupp ist in der Krise. Das gilt heute. Das galt immer wieder im letzten Vierteljahrhundert, seit dem Unternehmenszusammenschluss und davor Dauerkrise auch bei den Vorgängerunternehmen. Das ist kein Zufall. Um das zu verstehen, muss man die Geschichte kennen. Genau diese Geschichte erzähle ich in diesem Video. August Thyssen soll den Start machen, das ist wohl so üblich. Sein Vater Friedrich Thyssen kann mindestens so sehr als Firmengründer gelten. Friedrich Thyssen war Fabrikant und Bankier, aber er starb 1877, also bevor die Fotografie in Schwung kam. So finden sich keine Bilder, dies hier ist natürlich nur eine symbolische Aufnahme. Aber auch inhaltlich passt Friedrich Thyssen nicht so recht in diese Geschichte. Der Vater von Friedrich Thyssen starb, als Friedrich 10 Jahre alt war. Seine Mutter starb, als Friedrich 14 Jahre alt war. Das war aber auch wohl das dramatischste Erlebnis in seinem Leben. Ansonsten Geschäftsmann in einer Zeit wirtschaftlichen Aufschwungs, Stadtverordneter, katholischer Kirchenvorstand, mit 34 Jahren eine Kaufmannstochter geheiratet, die Ehe hielt bis an sein Lebensende, 9 Kinder, der älteste Sohn August, der hatte einen anderen Lebenslauf. August Thyssen, 1842 geboren, Ausbildung, erste Berufserfahrung im Geschäft des Vaters. Gründung, häufig mit anderen Geschäftsleuten, einer Reihe von Unternehmen, hier die August-Thyssen-Hütte 1924. Zwei Kriege, im Weltkrieg durchaus national positioniert. Ehe, aus der 4 Kinder hervorgehen und Scheidung. Augusts Frau war viel unterwegs. Längere Aufenthalte in mondänen Kurorten mit interessanten Herrenbekanntschaften. War Hedwig wirklich ein Kind von August? August Thyssen war gerade 1,58 Meter groß. Thyssen entsprach so gar nicht dem Idealbild eines Mannes seiner Zeit. Thyssen war da ziemlich empfindlich und reichte die Scheidung ein, auch wenn eine Scheidung damals ein ziemliches Stigma war, für einen Katholiken wie August Thyssen erst recht. Kauf von Schloss Landsberg, dies gehört einer Stiftung und wurde auch der Stiftung vererbt, nicht seinen Kindern. Solche Konstruktionen hat er gerne gebaut, gerade auch nach der Scheidung. Konstruktionen, bei denen die Kinder keinen Einfluss hatten. Und nun etwas Seltsames, ich verstehe es nicht. Keines der Kinder ging wirklich seinen eigenen Lebensweg. Ein Unternehmervater, der die nächste Generation nicht so richtig in die Verantwortung wachsen lässt, das erzeugt Konflikte. Hier der jüngste Sohn von August Thyssen, nämlich Heinrich Thyssen, mit Frau und Sohn. Heinrich Thyssen war noch am eigenständigsten. Er promovierte, er heiratete eine ungarische Adlige und ließ sich von seinem Schwiegervater adoptieren. Hier sehen wir Heinrich neben seinem Schwiegervater. Aber beruflich war Heinrich eben im väterlichen Unternehmen tätig und privat lebte er das Beziehungsmuster des Vaters nach, nur dass er sich dreimal scheiden ließ. Die Kinder von August Thyssen hatten heftige Konflikte mit dem Vater, aber keines nahm einen eigenen Lebensweg. Viele Nachfahren von August Thyssen ließen sich scheiden, auch mehrmals, und manchmal gehörte jemand durch Scheidung eigentlich nicht mehr zur Familie und trotzdem wurde diese mehr oder weniger ehemalige Verbindung noch zum Wohle des Unternehmens genutzt. Zurück also zum Unternehmen. Bis in die Nazizeit hinein wurden Aktivitäten integriert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Konzern auseinandergenommen. In der Folgezeit wurde ein neuer Konzern gebildet. Bergbau wurde zunächst wieder zugekauft, um die Rohstoffversorgung zu sichern. Die August-Thyssen-Hütte wurde erweitert, Niederrheinische Hütte 1956, Deutsche Edelstahlwerke 1957, Phoenix Rheinrohr 1964, Hüttenwerke Oberhausen 1968, Thyssen Handelsunion 1969. Die wichtigen Erweiterungen von Thyssen in diesen Jahren. Für einige der Partner dürfte hier gelten Beziehungsstatus. Es ist kompliziert. So wie dies auch für viele Familienmitglieder von Thyssen gilt. Eigentlich immer ein Rechtsstreit von irgendeinem Familienmitglied mit irgendeinem anderen Familienmitglied, meist Scheidung oder Erbschaft. Ein Autor nennt die Thyssens geradezu die Anti-Familie ihrer Zeit. Okay, so ging Thyssen in die 1970er Jahre. Bereits in den 80er Jahren gab es Gespräche mit Krupp über eine Zusammenarbeit, gar über eine Fusion. Zeit also, sich den zweiten Teil von ThyssenKrupp anzusehen. Krupp, hier die Familie Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, 1928.
Von links Berthold, Irmgard, Alfred, Harald, Waltraud und Eckbert. Dann die Eltern Bertha und Gustav, rechts der Sohn Klaus. Sehen wir uns die Familie an. Friedrich Krupp hatte 1811 das Unternehmen gegründet, es blieb aber unauffällig. Sein Sohn, Alfred Krupp, manchmal auch Alfried Krupp genannt, hat den nahtlosen Eisenbahnradgreifen erfunden. Der hat erst ernsthaften Eisenbahnverkehr und damit die Industrialisierung ermöglicht. Drei nahtlose Radreifen wurden das Logo der Firma. Alfred Krupp hat Krupp zu einem relevanten Unternehmen gemacht. Sein Sohn war Friedrich Alfred Krupp. Friedrich Alfred Krupp hätte gerne Ingenieurswissenschaften studiert. Der Vater war dagegen, ließ ihn im Unternehmen mitarbeiten, bezog ihn mal in Entscheidungen ein, mal eben auch nicht. Margarete von Ende hätte er gerne geheiratet, immerhin die Tochter des Regierungspräsidenten von Düsseldorf. Vater Alfred Krupp war dagegen. Dabei hat Margarete nach dem Tod ihres Mannes und vor der Volljährigkeit ihrer Tochter ein paar Jahre die Firma Krupp geleitet und das hat sie richtig gut gemacht. 1882 war Friedrich Alfred Krupp 28 Jahre alt. Da durfte er für ein paar Monate studieren und der Vater erlaubte die Hochzeit. Beziehung zwischen Vater und Sohn? Es ist kompliziert. Zwei Töchter hatten Margarete und Friedrich Krupp und über ihre Beziehung habe ich nichts Negatives gelesen. Aber es sollte tragisch enden. Friedrich Krupp hatte eine schwache Gesundheit, schon als Kind erlebte Friedrich Kuraufenthalte in Südeuropa. Die Insel Capri mochte er besonders, seit 1899 verbrachte er die Wintermonate in Capri. Dort ließ er sich eine Höhle als, wir würden sagen, als Partykeller einrichten. 1902 wird es dramatisch. Eine italienische Zeitung behauptet, in dieser Höhle hat Krupp Exzesse mit jungen Liebhabern gefeiert. Ein Bauernjunge wird besonders genannt. Ende 1902 greift eine deutsche Zeitung den Vorwurf auf. Und ja, eine Beziehung hatte Friedrich Krupp zu diesem Bauernjungen. Ob es eine homoerotische Beziehung war oder nicht, das ist kaum herauszubekommen. Und damit kein falscher Eindruck entsteht, der Bauernjunge war zu dieser Zeit etwa 20 Jahre alt in der heutigen Sprache. Es geht nicht um Kindesmissbrauch, es geht um Homosexualität. Homosexualität allerdings, das war zu der Zeit ein ganz großes Tabu, das war ein riesiges Problem. Am 22. November 1902 starb Friedrich Krupp, gerade 48 Jahre. Die offizielle Todesursache war Gehirnschlag, diskutiert wird Selbstmord. Ein riesiges Unternehmen, natürlich hielt Friedrich Krupp Kontakt zu Bismarck, ein riesiges Unternehmen und dann ein schwuler Chef, undenkbar zu dieser Zeit. Wie in der Steinzeit kommt uns dies vor, aber das ist uns näher, als wir vielleicht denken. Gehen wir zu einem weiteren Krupp, Arndt von Bohlen und Halbach, geboren 1938, gestorben 1986. 1986, da war ich am Ende meines Studiums, an die Zeit kann ich mich noch gut erinnern. Als Arndt noch ein kleines Kind war, 1941, da wurde die Ehe seiner Eltern geschieden. Er wuchs bei seiner Mutter auf. Er wuchs unter dem ziemlich dominanten Einfluss seiner Mutter auf. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach hatte seine Stärken, aber Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen, das war nun wirklich keine Stärke. Eine auch nur halbwegs tragfähige Beziehung zu seinem Sohn aufzubauen, das hat er nicht geschafft. Ehe gescheitert, Beziehung zum Sohn. Es ist kompliziert. Zurück zu Alfreds Sohn, zurück zu Arndt von Bohlen und Halbach. Tatsächlich Matura, also Abitur abgelegt, VWL, BWL und Recht studiert. Von einem Abschluss ist nicht die Rede. Ganz links der Sohn Arndt. Der Präsident von Togo, im Hintergrund im Profil der Generalbevollmächtigte Berthold Beitz und dann der Vater Alfred. Damit die Frage, wäre Arndt ein guter Erbe? Würde er Krupp gut führen können? Im Laufe der Jahre kamen immer mehr Zweifel auf. Sicherlich beim Vater und dann auch bei Berthold Beitz als Generalbevollmächtigten, vielleicht aber auch bei Arndt selbst. Zu seinem Vater entwickelte Arndt keine auch nur ansatzweise tragfähige Beziehung, zum Generalbevollmächtigten Berthold Beitz schon. Hier sehen wir Arndt und Beitz. Berthold Beitz führte auch die entscheidenden Gespräche für die Stiftungslösung, Gespräche sowohl mit Arndt von Bohlen und Halbach als auch mit dem Vater, mit Alfred, der sich ja mit Zwischenmenschlichem auch schwer tat und im Alter war das noch viel mehr der Fall.
Hier also der Vater mit Beitz kurz vor des Vaters frühem Tod 1967. Jedenfalls verzichtet Arndt von Bohlen und Halbach 1966 auf sein Erbe. Das Unternehmen wurde in eine Stiftung überführt. Arndt bekam eine jährliche Zahlung von mindestens 2 Millionen D-Mark. Genug für ein prickelndes Jet-Set-Leben. Ein kurzer Schwenk: Von den Geschwistern von Alfred Krupp bekam niemand Anteile am Unternehmen. Es gab eine Abfindung schon in den 1950er Jahren, 10 oder 11 Millionen D-Mark für die vier noch lebenden Geschwister Alfreds und für den Sohn des 1940 gefallenen Bruders Klaus. Aber nicht das ganz große Geld, nicht die Macht. Prozesse dazu wurden noch 30 Jahre später geführt, aber das hatte keinen Einfluss auf das heutige Unternehmen ThyssenKrupp. Das soll damit auf sich beruhen. Zurück zu Arndt. Mit 31 Jahren Hochzeit mit Henriette, Prinzessin von Auersperg. Irre ich oder sehe ich hier einige Menschen, die nicht ganz glücklich aussehen? Die Ehe blieb kinderlos. Sagen wir es doch klar, Arndt von Bohlen und Halbach war schwul. In Marrakesch besaß das Paar ein Anwesen, ein Geschenk an den Vater von Arndt. Das Paar führte ein Partylöwen- und Jet-Set-Leben. Das Anwesen in Marrakesch war eine Zeit lang das Zentrum. Arndt von Bohlen und Halbach hatte Schwierigkeiten mit Menschen. Schwierigkeiten mit Beziehungen. Im Alter von 48 Jahren starb Arndt an Krebs. Seine Mutter hielt bei seinem letzten Atemzug die Hand. Beziehungen? Es ist kompliziert. Für Arndt waren Beziehungen, war das Leben überhaupt kompliziert. Für seine Frau? Hier, genauso wie eine Generation zuvor für die Frau von Friedrich Alfred Krupp, für diese Frauen habe ich höchsten Respekt. Wenn wir im Folgenden mehr über das Unternehmen ThyssenKrupp sprechen, dann sind die wirklich mächtigen Akteure fast immer Männer. Hätte ThyssenKrupp weniger Probleme, wenn mehr Frauen mitentscheiden würden? Okay, beide Unternehmen haben sich im Laufe der Zeit von Familienunternehmen zu Stiftungen entwickelt. Einen Vorgeschmack gibt die Unternehmenskrise von Krupp in den 1960er Jahren. Arndt von Bohlen und Halbach hat vielleicht auch deshalb das Unternehmen in eine Stiftung einbringen lassen, weil das Unternehmen gerade in eine Krise steckte. Verantwortlich für Krupp war in dieser Zeit Berthold Beitz. Seine Biografie schreibt dazu: Das strikte Festhalten an der Kohle- und Stahlbasis kostete viel Geld. Und dann weiter: Da sind etwa die Kruppschen Maschinenfabriken und der Lokomotivbau. Sie schreiben rote Zahlen ohne realistische Aussicht auf Besserung. Man müsste sie schließen. Aber Krupp schließt sie nicht. Krupp verschlankt sich nicht, zumindest noch nicht. 1965-66 schließt Krupp vier Kohlezechen. 10.000 Kumpel müssen gehen. Auch wenn der Konzern den meisten Betroffenen Ausgleichsstellen anbietet, bedeutet das Ganze für die traditionsbewussten Kruppianer einen Kulturbruch. Es kommt zu Demonstrationen in grauen Ruhestätten, wilden Streiks, verzweifelten Protesten, Szenen, wie sie das Ruhrgebiet sehr lange nicht mehr gesehen hat, aber noch sehr oft sehen wird. Ab April 1967 müssen die Beschäftigten 5% Lohnkürzung hinnehmen. Nun gehen wir in eine Zeit, in der auch das Unternehmen Krupp in das Beziehungsspiel einsteigt. Krupp ist spät eingestiegen, aber das hat richtig schockiert. Das hat Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Wir schreiben 1986 und der Generalbevollmächtigte von Krupp, Berthold Beitz, beruft Gerhard Kromme zum Vorsitzenden der Krupp Stahl AG. Nein, kein große Männer schreiben Geschichte. Aber diese beiden Herren, die haben schon ziemlichen Drive. Sie wollen ein richtig großes Unternehmen bauen. Als erstes nehmen sie Hoesch ins Visier. Hoesch war ein Stahlunternehmen im 19. Jahrhundert gegründet. Die prägende Gestalt war diesmal Leopold Hoesch. Die Eisen- und Stahlwerk Hoesch AG wurde erweitert. Zeche Westfalia 1899. Kokerei Kaiserstuhl 1899. Köln-Neuessener Bergwerksverein 1930. Hoesch Benzin GmbH 1936. Dortmund-Hörder Hüttenunion 1966. 1972 Fusion mit dem niederländischen Königliche Hochofens zum Estelle-Konzern. Und diese Fusion wurde 1982 wieder beendet. Beziehungsstatus? Es ist kompliziert. Hoesch passt ziemlich gut in diese Familie. Und
Hoesch wurde zum Opfer, zum ersten Opfer einer feindlichen Übernahme. Krupp und von Krupp beauftragte Finanzinstitute kauften verdeckt Aktien der Hoesch AG. Am 10. Oktober 1991 veröffentlichte Krupp, dass sie 24,9% am Grundkapital der Hoesch AG erworben hat und dass Krupp die Fusion beider Unternehmen vorbereitet. Die erste feindliche Übernahme in Deutschland. Das hat die Hoesch-Mitarbeiter schockiert. Das gab sofort Proteste, half aber nichts. Am 8. Dezember 1992 fusionierten Hoesch und Krupp zur Hoesch Krupp AG. Dieser Firmenname sollte den Hoesch-Mitarbeitern anbieten, sich ohne schlechte Gefühle in das neue Unternehmen zu integrieren. Ob das geklappt hat? Irgendwie zweifle ich, vermute eher Beziehungsstatus. Es ist kompliziert. Aus Sicht der Gesellschafter hat das gut geklappt. Also gleich noch einmal, diesmal aber keine feindliche Übernahme, diesmal eine einvernehmliche Übernahme. 1999, genauer am 17. März 1999, entstand die ThyssenKrupp AG. Bevor wir uns nun das Unternehmen ansehen, das aus Thyssen, Krupp, Hoesch und so vielen anderen Unternehmen vereinigt wurde, möchte ich ein Konzept in Erinnerung rufen, ein Konzept, das vielleicht auch für die aktuelle Entwicklung helfen kann. Es ist das Konzept der Unternehmenskultur. Der führende Autor hier ist Edgar Schein. Er hat ein Buch für die Wissenschaft geschrieben und ein Buch für die Praxis. Daraus habe ich diese Grafik, das ist der Kern des Modells. Der Start ist bei dem, was man sieht. Zum Beispiel diese Logos, hier ein paar typische Vertreter. Was sagen uns diese Logos? Das ist die nächste Ebene, da kann man im Unternehmen herumfragen, eure Logos sehen so aus, die Logos von anderen Unternehmen sehen anders aus. Warum? Der Name Hoesch Krupp AG wurde gewählt, damit sich die Hoesch-Mitarbeiter besser in das neue Unternehmen integrieren. Das ist so eine typische Erklärung auf dieser Ebene. Darunter liegen die unbewussten Selbstverständlichkeiten. Eine Vermutung dazu habe ich ja schon geäußert. Beziehungen sind kompliziert. Amazon, Google und Microsoft haben ebenfalls viele Unternehmen übernommen. Hier sehen wir aber keine Unternehmensdoppelnamen. Aber wir sehen bunte Logos. Bei ThyssenKrupp und bei den Vorgängerunternehmen haben wir einfarbige Logos. Vielleicht haben wir bei den Digitalunternehmen unbewusst Selbstverständlichkeiten der Art Beziehungen sind einfach, das Leben ist bunt, unterschiedliche Hintergründe sind okay. Ich finde es schon interessant, wie sich so ein Unternehmen wie die heutige ThyssenKrupp entwickelt hat. Mindestens so interessant finde ich, wie manche Unternehmen immer wieder ähnliche Krisen erleben und andere Unternehmen zumindest diese Art von Krisen nicht erleben. Und damit nun wirklich zu ThyssenKrupp. Und dort geht es nicht ganz überraschend weiter mit Beziehungen. Dofasco ist ein kanadisches Stahlunternehmen mit Aktivitäten auch in den USA und in Mexiko. Das ist für ein europäisches Stahlunternehmen interessant. Das dachten sich ThyssenKrupp und Arcelor, ein luxemburgisches Stahlunternehmen. Bei der Übernahmeschlacht 2005-2006 setzte sich ThyssenKrupp nicht durch. Diese Zeit war für ThyssenKrupp keine gute. 2007 verhängte die EU-Kommission eine Strafe gegen 5 Hersteller von Aufzügen, die ein Kartell gebildet und Preise abgesprochen hatten. Die Kunden mussten also überhöhte Preise zahlen. ThyssenKrupp Elevator war eine der 5 Kartellteilnehmer und zahlte mehrere hundert Millionen Euro Strafe. Und 2007 brannte es in einem ThyssenKrupp-Werk in Turin. 7 Menschen starben, ein deutscher Manager hatte sich zu wenig um Brandschutz gekümmert und wurde zu 5 Jahren Haft verurteilt. Irgendwie wollte ThyssenKrupp aber doch im amerikanischen Raum aktiv sein. Ende 2006 begann ThyssenKrupp in Brasilien mit dem Bau eines Werks im Großraum Rio de Janeiro. Ein Werk ist untertrieben. Es handelte sich um eine Kokerei, eine Sinteranlage, 2 Hochöfen, ein Stahlwerk, 2 Stranggießanlagen samt Seehafen und Kraftwerk. Hier ging alles schief. Die Anlage erreichte deutlich später als geplant ihre volle Kapazität. Die Kosten waren nicht nur höher als geplant, die Kosten waren auch höher als in europäischen Werken.
Defizitär wie Kruppstahl, spöttelte die Presse. Mit Anwohnern und brasilianischen Behörden gab es Konflikte zum Umweltschutz, Naturschutz, Arbeitsrechten und einige Gerichtsverfahren. Sogar schlechtes Wetter wurde als Grund für die Kostenexplosion genannt. Die Anlage bescherte ThyssenKrupp Milliardenverluste und wurde 2017 verkauft. Im gleichen Jahr versucht ThyssenKrupp, seine europäischen Stahlaktivitäten mit dem indischen Tata Steel zusammenzubringen, was die EU-Wettbewerbskommission 2019 untersagt. 2018 schmiedete der ThyssenKrupp-Vorstand Pläne, das Unternehmen in zwei Teile aufzuspalten. 2019 wurden diese Pläne offiziell aufgegeben. Dafür wird 2020 die Aufzugssparte verkauft. Im Geschäftsjahr 2019-2020 erwirtschaftete ThyssenKrupp einen Verlust von 3,5 Milliarden Euro. Da musste also wirklich etwas geschehen. Beziehungen sind kompliziert. Und jetzt sind es die internen Beziehungen. ThyssenKrupp ist wirtschaftlich nicht wirklich erfolgreich. ThyssenKrupp ist auf zu vielen Geschäftsfeldern unterwegs. Da könnte man irgendwie Unternehmensteile verkaufen, verselbstständigen oder schließen. Wir kommen zur Gegenwart. 2021, zwei Verkäufe. Das Mining-Geschäft an einen dänischen Maschinen- und Anlagenbauer und ThyssenKrupp Infrastructure an ein Beteiligungsunternehmen. Im Geschäftsjahr 2021-22 lag der Verlust von ThyssenKrupp bei 19 Millionen Euro. Zur aktuellen Entwicklung gehört ein Wechsel im Vorstandsvorsitz. Martina Merz war 2019 erst in den Aufsichtsrat, dann in den Vorstand von ThyssenKrupp gekommen. Zum 31. Mai 2023 verlässt die Maschinenbauingenieurin das Unternehmen. Miguel Angel López Barreto wird zum 1. Juni 2023 neuer Vorstandsvorsitzender von ThyssenKrupp. Früher arbeitete López bei Siemens und hat dort Unternehmensteile gekauft und verkauft. Diese Erfahrungen seien entscheidend gewesen für die Berufung zum Chef von ThyssenKrupp. Und da ist einiges zu tun. ThyssenKrupp macht Verlust. Miguel López sucht Partner, hier ist einer. Daniel Kretinsky ist tschechischer Milliardär. Seine Firma EP Corporate Group ist schon in der Branche aktiv. Der ThyssenKrupp-Aufsichtsrat stimmt im Mai 2024 dem Verkauf von 20% des Stahlgeschäfts an die EP Corporate Group zu. Im gerade abgeschlossenen Geschäftsjahr 2022-23 hatte ThyssenKrupp einen Verlust von gut 2 Milliarden Euro. Doch da muss etwas geschehen. Was da ganz konkret geschehen soll, das wird wohl gerade noch ausgearbeitet und verhandelt. Hier nur ein paar Eckpunkte, die ich Mitte August 2024 aufgeschnappt habe. Aber da ist noch einiges in Bewegung, da kann und will ich nichts ganz fest behaupten. Um 20% oder noch mehr des Stahlgeschäfts verkaufen zu können, muss dieses Stahlgeschäft von ThyssenKrupp abgetrennt werden. In Duisburg können aktuell 11,5 Millionen Tonnen Stahl produziert werden. Das soll auf vielleicht 9 Millionen Tonnen reduziert werden. Entsprechend sollen Arbeitsplätze abgebaut werden, wohl auch einige Werksteile oder Standorte stillgelegt werden. In den aktuell 11,5 Millionen Tonnen Produktionskapazität sind auch Kapazitäten der Hüttenwerke Krupp Mannesmann, die zu 50% ThyssenKrupp Steel gehören und 3000 Mitarbeiter beschäftigen. Vielleicht will sich ThyssenKrupp auch von dieser Beteiligung trennen. Vielleicht werden die Hüttenwerke Krupp Mannesmann auch ganz geschlossen. Da werden gerade einige Möglichkeiten geprüft und diskutiert und es diskutieren nicht nur Arbeitnehmer und Arbeitgeber miteinander. Auch die Vorstände der ThyssenKrupp Steel Europe einerseits und der ThyssenKrupp Muttergesellschaft andererseits sind in engem Austausch. Das hier ist natürlich nur ein Symbolbild. Die Rede ist von 4 Milliarden, die die Stahltochter fordert, um nachhaltig weiter wirtschaften zu können, und 2,5 Milliarden, die die Muttergesellschaft für ausreichend hält. Gesucht wird ein edler Ritter, der hier rettet. Konkret ein externer Investor, der sich mit einer größeren Summe am Eigenkapital der Stahltochter beteiligt. Im letzten Quartal hat ThyssenKrupp 54 Millionen Euro Verlust eingefahren. Nebenbei hier die Kursentwicklung, da haben wir ein Problem, ich denke, das sieht man. Die IG Metall hat mehrfach große Protestaktionen durchgeführt. Den Berichten nach fordert sie Einhaltung von Tarifverträgen. Vielleicht ist damit auch gemeint, dass sich das neue Unternehmen an Tarifverträge binden soll.
keine betriebsbedingten Kündigungen, Standortgarantien über 2026 hinaus und Fortsetzung der Transformationspläne in Richtung klimaneutral erzeugtem Stahl, denn ThyssenKrupp will spätestens 2045 klimaneutral produzieren. Solche Forderungen, die kennen wir aus der Geschichte von Hoesch, Krupp, Thyssen. Bei TIC-Unternehmen, bei der Deutschen Bank, aktuell bei SAP, da habe ich solche Forderungen nicht gehört. Da höre ich, dass sich Beschäftigte einfach einen neuen Job suchen. Für gewerblich-technische Facharbeiter, für Ingenieure und für Kaufleute aller Richtungen haben wir im Moment einen ziemlich freundlichen Arbeitsmarkt. Beziehungen sind kompliziert, wenn man sein Berufsleben lang beim gleichen Arbeitgeber arbeiten möchte. Wer einmal hier arbeitet, gehört dazu und bleibt. Das scheint eine der Basisannahmen bei ThyssenKrupp zu sein. Mit dem Deal der EP Corporate Group ist nicht jeder glücklich. Andererseits möchte die EPC vielleicht weitere 30% übernehmen und dann die Hälfte des Unternehmens halten. So ist ThyssenKrupp aktuell wieder mal in den Schlagzeilen. Verluste und sinkende Kurse reduzieren die Möglichkeiten immer weiter. Was letztendlich weder der Muttergesellschaft noch der Stahlgesellschaft noch den Arbeitnehmern hilft und für eine schnelle Einigung sprechen würde. Beziehungen sind kompliziert. Komplizierte Beziehungen kann man nicht einfach sortieren, aber das wissen wir ja schon.